Wir haben einen höchst ungewöhnlichen Einzeller untersucht, der mit Grünalgen und mit Schwefelpurpurbakterien eine Dreiersymbiose bildet. Symbiosen, also das enge Zusammenleben unterschiedlicher Organismen, ist auch Motor der Evolution. Und gerade im Mikrobereich gibt es sehr viele Symbiosen, häufig Endosymbiosen, wo ein Einzeller, der vormals räuberisch war und andere gefressen hat, kleinere Organismen aufnimmt und diese leben fortan zusammen. So entstehen Mischwesen mit ganz neuen Eigenschaften. Wir haben einen höchst ungewöhnlichen Einzeller untersucht, das Wimpertierchen mit dem Namen Pseudoblepharisma tenue, welches eine Dreiersymbiose bildet, und zwar mit einer Grünalge und mit einem bis dato unbekannten Purpurbakterium. Diese Purpurbakterien meiden üblicherweise den Sauerstoff, vollführen sogenannte anoxygene Photosynthese, produzieren auch keinen Sauerstoff und leben tief in den Sedimenten von Gewässern. Die Arbeit an diesem besonderen Einzeller war also nicht ganz einfach. Er lebt tief im Sediment, in Moorgewässern nahe Konstanz. Und wenn man eine Probe entnimmt, überleben die Einzeller im Labor einige Tage, aber eine Kultur ist uns bislang nicht geglückt. Es hat sich eine tolle Zusammenarbeit mit dem Hobbymikroskopiker Dr. Martin Kreuz entwickelt, der Pseudoblepharisma seit vielen Jahren studiert und Proben nach Köln schickt. Hier haben wir die Zellen dann lichtmikroskopisch, elektronenmikroskopisch und auch genomisch, das heißt hinsichtlich des Erbmaterials, untersucht. Diese genetischen Analysen haben gezeigt, dass das endosymbiotische Bakterium eine neue Art von Schwefelpurpurbakterien darstellt. Diese Bakterien wiederum verwerten üblicherweise den übelriechenden und giftigen Schwefelwasserstoff. Das endosymbiotische Bakterium hat diese Fähigkeit allerdings verloren. Stattdessen ist es auf die Fixierung von Kohlenstoff durch Photosynthese spezialisiert und versorgt die Wirtszelle vermutlich mit Zucker. Auf diese Weise konnte das Wimpertierchen in tiefe Sedimentschichten vordringen und dort mit den Purpurbakterien Photosynthese betreiben. Unsere Studie über einen außergewöhnlichen Einzeller zeigt wieder einmal, wie durch Symbiose zusammengesetzte Lebensformen entstehen, die neue ökologische Nischen bevölkern.